Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Heute Morgen hier Messertest. Vorher hatten wir ja das Rutherford UK1. Jetzt machen wir weiter mit dem Ross Arms mit dem coolen Namen Stalker. Ne? Das Teil folgt euch auf Schritt und Tritt, das stalkt euch. Ne? Ein cooles ja, Outdoor-Jagd- und Universalmesser. Ne? Ob das was taugt, ja, werden wir jetzt ausprobieren. Ich weiß es auch noch nicht. Gefällt mir aber vom Aussehen her, vom Design, von der Handlage schon mal ganz gut. Hat ein paar kleinere Mängel, auf die wir mal auch noch zu sprechen kommen. Aber jetzt fangen wir erst mit dem wichtigen Test an, nämlich dem Frühstücksschneidtest. Denn ich bin hier noch am Sonntagmorgen früh unterwegs. Und es ist, ich habe noch nie mal gefrühstückt. Wenn ich natürlich so früh raus wollte, ich werde gleich mit mir noch ein paar Videos drehen, bevor das Tagesprogramm wieder losgeht. Ne? Also, Stalker. Technische Daten kommen gleich. Zuerst wird gefrühstückt, denn ohne Mampf kein Kampf. Ne? Was hier natürlich geil ist, polierte Klinge. Ne? Das ist natürlich geil für Essenszubereitung und Hygiene. Haben die Russen auch gern an Jagdmessern, weil die kriegen sie draußen einfach in der Pampa wieder hygienischer wie irgend so eine Stonewash oder sonst was Geschichte. So, Tomatenschnitttest. Oh ja. Scharf ist das Ding. Ne? Stahl, ne? D2 Stahl. Und ja, super scharf. Naja, man spürt regelrecht den scharfen Schnitt an der Kante, ne? Also perfekt. Nicht so ernst nehmen meine Videos, ne? Okay, Tomate passt. Ja, schon ein bisschen angetrocknetes Brot. Schauen wir mal, wenn wir mal reinkommen. Jo, perfekt. Groben Anschnitt. Da ist natürlich so ein Brotmesser mit Wellenschliff, ne? Hat nicht umsonst Wellenschliff besser, aber wenn ein Messer einigermaßen scharf ist, dann geht das auch. Und durch den Hohlschliff haben wir natürlich vorne schön erstmal eine feine Schneide und kommen so erstmal wirklich gut in jeden Schnitt gut rein. Und da merkt man wirklich, das ist scharf. Aber naja, eine weitere Schärfe testen. Dann müssen wir natürlich noch den Käse probieren, auch immer ein ganz wichtiges Testkriterium. So eine polierte Klinge ist natürlich geil bei so einem französischen Weichkäse, der klebt wie so, ne? Bei einer polierten Klinge gehst du einmal mit dem Zebra drüber und das ist wieder sauber. Bei irgendwie Stonewash oder sowas musst du erst heiß Wasser. Das ist wieder sauber, ne? Also perfekter Schnitt, ne? Also Tomate, Käse, Brot, Test bestanden. Mal frühstücken, ne? Muss ich auch sein. Oh. Oh, cool. Perfekt. 14 Pause. Genießt das Messer. Na, klasse. Verdammt hartes Brett. Voller Äste. Das werde ich irgendwann auch noch betonen, wenn es mal durch ist, aber nur Metall ist noch eine prima Unterlage. So, Frühstücktest bestanden, jetzt kommen die technischen Daten. Ross Arms Stalker. Materialmix D2. Was habe ich gelesen? Stabilisiertes kaukasisches Nussholz. Klinge 110 mm. 4 mm stark, 42 R-konform, ja, da noch einen Zentimeter Luft nach oben. Trageoption Ledersteckscheide, Gewicht 138 Gramm, beziehungsweise 228 mit Lederscheide. Preis 120 Euro, Bezugsquelle eBay vom Shop Parus Point. Kennt er schon, hat BFG ja auch schon vorgestellt. Ne? Den Russland treffen wir jetzt ab und zu und da haben wir natürlich immer die Möglichkeit, uns da ein paar Messerchen auszuleihen für diverse Tests und Videos. Ne? Und sowas ist natürlich genial, wenn man sich das Zeug nicht immer selber kaufen muss, sondern man kann sich das einfach mal ausleihen. Ne? So, wollen wir das Papier schon haben. Mit Papierschnitttest, mal gucken, wie es durch Papier geht. Okay. Hier muss man natürlich hinten aufpassen. Fingerchoil kann man nicht bis zum Schluss ansetzen. Ne? Sonst bleibt man da immer am Fingerchoil hängen. Ne? Schon gesehen, ne? Aber wenn man nicht mit dem Fingerchoil hängen bleibt, dann haut die Klinge. Jawohl.
So, das hat mal als nächster Schärfetest. Genau. Jetzt kommt es wieder, ne? Autogurtmaterial. Ist ein zähes Zeug. Da muss man natürlich jetzt wieder aufpassen, dass man nicht mit dem Fingerchoil hängen bleibt, ne? Je nachdem, es gibt manche Choils, ne? Wenn man hier, da kommt man natürlich jetzt schön weit hinten rein. Also muss man ein bisschen weiter vorne ansetzen. Man hat zwar eine 11 cm Klinge, aber effektiv, ne, verlierst du hier gleich mal vorne weg einen Zentimeter Minimum. Okay, wenn ein normales Messer hätte, vielleicht noch eine Schleifkerbe, aber ja, das muss man halt, das kauft man sich, wenn man dann wirklich Fingerchoil will. Sonst, wer das nicht mag, kauft sich wahrscheinlich keine Messer mit Fingerchoil. So, setzen wir mal an. Jo, durch und das auch problemlos. Das wird jetzt ein bisschen zu kurz sein zum Halten. Hä? Aber probieren es mal. Nee, kann ich nicht halten, da kriege ich nicht genug Kraft drauf. Zu kurz. Machen wir ein großes Stück, aber wir haben ja genug Gurtmaterial. Ja, also geht auch problemlos durch Autogurtmaterial. Ne? Das ist schon recht zähes Zeug. Ne? Das geht hoch. Funktioniert. Wir haben unsere Schaschlikspieße. Mal gucken, wie das Ding schnitzt. Oh, geht auch gut. Oh, und wie das geht. Vorne natürlich der Hohlschliff. Macht die Schneide vorne an der Schneide natürlich schön fein. Ne? Und dann kannst du hier wirklich feine Flocken schneiden. Der Kaffee ist weg, jawohl, dass ich hier Holzstückchen drin habe. Also dem Grillspaß keine Grenzen gesetzt. Da könnt ihr Schaschlik- und Marshmallow-Spieße schnitzen ohne Ende. Passt. Passt gut. RD2 und die hatten das Zeug ja hier auf 61, 62 HRC hoch. Das ist dann richtig schön fest. Mal gucken, ob man sowas auch noch hacken kann. Geht. Und das Zeug ist echt hart. Davon. Nicht ins Auge. Oh. Gut, zack. Okay. Cuttet. Schneide, ja, weil so ein bisschen Holz unbeeindruckt. Jetzt patronen wir noch kurz, dann schauen wir uns das Messer noch ein bisschen genauer an. Heute mal andere Reihenfolge. Ne? So, was haben wir da noch ein bisschen an Stückchen rumfahren? Grillholz machen. Ja. Geht gut. Durch Hohlschliff erstmal gut rein. Und nachher bei 4 mm Spaltwirkung natürlich wieder super was drin. Jetzt hauen wir den mal durch hier. Boah, das gibt's nicht. Wie so ein Asch. Sein kann. Ne? Oh ja. Aber sauber in der Spur geblieben. Oh, Asch, jawohl. Oh. Noch einer. Oh, das ist kein kleiner Prügel. Aber man soll nicht glauben, wie diese Kieferästchen da drin so ein paar Tonvorgang zäh machen. Jo. Also, das geht auch. Hätte mich auch gewundert, D2-Stahl, das mit einem Hohlschliff anfängt, das geht erstmal super leicht rein. Und oben beim Klingdrücken kommen dann die 4 mm zu tragen. Da kannst du auch noch deine Flocken schnitzen zum Feuer anzünden. So. Jetzt schauen wir uns mal die Schneide, das Messer ein bisschen genauer an. Dazu hole ich euch mal ein bisschen her.
bisschen hier mit runter. Ne? So, da haben wir das gute Stück. Also schon mal eine Schneide durch das bisschen hier Holz machen. Unbeeindruckt. Oh, jetzt merke ich, dass hier die Lampe schwächer wird. Unbeeindruckt. Ja gut, das sind Harzspuren hier drauf vom Schlagholz hier. Ne? So, hier haben wir einen wunderschönen Nussholzgriff. Bei dem Modell habe ich aber dazu erfahren, das ist jetzt nicht so für die Serie gedacht gewesen. Da war eine Lieferung bestellt für die Messe in Nürnberg und diese Lieferung ist verschwunden. Und dann mussten sie über Nacht nochmal von jedem Modell eins bauen und zusammendengeln. Und dort wurde natürlich sehr schnell gearbeitet. Und das ist jetzt eins dieser Stücke. Das heißt, das darf man vielleicht nicht als Qualitätsdurchschnittsmodell ansehen, denn die haben sie wirklich über Nacht ohne letzte Finish-Kontrolle gefertigt, dass die mit der Luftpost noch rechtzeitig auf der Messe in den Flieger kamen. Ne? Darum hat das vielleicht auch ein paar Mängel, dass man vielleicht so bei den normalen Serienmodellen, die dann in Ruhe gefertigt werden, nicht findet. Zum Beispiel dieser Fingerchoil hier. Ne? Da sieht man, der ist von Hand reingefeilt und diese Kurve hier, die ist halt alles andere, nur nicht kreisförmig. Also ein Halbkreis stellt es nicht dar. Wir haben da so ne, mehrere Radien da drinnen. Ne? Es ist was Optisches, ja, das tut der Bedienung keinen Abbruch. Ne? Es sieht halt nicht so schön aus. Ne? Dann haben wir ein bisschen ne, unrund, das Ding halt hier. Dann war hier das Fieber, stand hier an der Ecke ein bisschen über. Da habe ich mit einer Feile ein ganz klein bisschen die Ecke abgenommen, weil da eine spitze Ecke war vom roten Fieber unter dem Nussholz, das hier drüber geguckt hat. Und vielleicht war dieses Holz damals auch noch nicht ganz irgendwie abgetrocknet oder so. Denn inzwischen spürt man, dass hier der Stahl überall ein bisschen drüber schaut, ne? Vielleicht hat das noch nachgetrocknet oder es war halt einfach der kurzen Produktionszeit geschuldet, da man die über Nacht fertig dengeln musste, ne? Dass hier dann eben vielleicht noch das letzte Finish gefehlt hat. Ne? Hier steht halt ein bisschen der Stahl über, auch am Rücken nicht so 100% sauberer Übergang und hier unten das überstehende Fieber. Ne? Das hat jetzt mal nichts mit Nachtrocknen zu tun, denn das Fieber, das trocknete nicht nach und der Stahl verändert sich auch nicht mehr. Also da war einfach... Ne? Ganz zum Schluss eben ist da keiner mehr drüber gegangen für das Finish. Okay, sei es drum, wenn das hier wirklich so war, dass es über Nacht für die Messe hergestellt wurde. Wie gesagt, ist das vielleicht nicht das optimale Modell, um es für die ganze Serie sprechen zu lassen, aber ich will es trotzdem mal erwähnt haben. Da haben wir Messingpins drin, hinten eine Kupferhülse. Das Chimping ist extrem scharf und griffig. Wenn man mit dem Fingerchoil arbeiten will, weiß man das wahrscheinlich zu schätzen, weil man hat super Kontrolle, der Daumen beißt sich regelrecht da rein durch dieses scharfe Chimping. Auf Dauer, wenn du natürlich abendlang am Lagerfeuer sitzt und damit schnitzt, hast du wahrscheinlich hier auch ganz ordentliche Druckstellen auf dem Daumen. Ne? Da ziehst du dann besser, machst du ein Pflaster hin oder ziehst einen Handschuh an. Ist sowieso vielleicht geeignet, ne? Ein bisschen einen Schutz, wenn man hier mit Choil arbeitet oder sowas, aber das macht man nicht, dann aber eher für feinere Arbeiten. Ne? Nein, hier beginnt halt sofort die super scharfe Klinge. Ne? Das Ganze kommt in dieser schwarzen Stecklederscheide. Gefallen mir eigentlich immer ganz gut, diese Stecklederscheiden, so vom Design her und vom Tragen. Aber da ist auch ein bisschen, das Messer sitzt hier recht locker drin. Ne? Mir gefällt zwar, dass es schön tief sitzt, aber wenn man das, ne, das rutscht halt hier raus gut. So eine Ledersteckscheide trägst du senkrecht am Gürtel. Ne? Es kann eigentlich nicht rausfallen, das Messer. Aber wenn du das Ding jetzt mal so irgendwie aus dem Rucksack rausnimmst und irgendwie hältst und von A nach B trägst, dann musst du halt echt aufpassen, das Messer sitzt ein bisschen locker hier drin. Ne? Was nicht schlecht ist, du kannst es wunderbar schnell ziehen. Ohne dass du eine zweite Hand brauchst, weil es so schwer in der Scheide sitzt, dass du es nicht rauskriegst. Ne? Also das kannst du einfach ziehen und wieder stecken. Ne? Was mir aber am Griff gut gefällt, ist der extreme Fishtail mit dem Wahnsinn Schwalbenschwanz. Der macht es echt möglich, dass du das Messer hier nur mit zwei Fingern greifst, weil das hinten so weit auseinander geht, dass es eigentlich super sicher in der Hand sitzt und dass man ein bisschen die Möglichkeit hat, auch mit dem kurzen Messer ein bisschen zu hacken, weil man schön weit hingreifen kann. Sowas gefällt mir immer richtig gut, solche richtig extrem ausgeführten Fishtail-Griffe, wo nicht nur so ein bisschen angedeutete Kurven sind, nein, wo auch richtiger Schwalbenschwanz sein darf. Und wo man einen dicken Bauch hat, wo ordentlich Volumen hat und vorne und hinten ein bisschen runter geht. Ne? Und auch dieses Messer liegt wirklich bei jeder Handlage perfekt in der Hand, ohne dass es Druckstellen irgendwo geben würde. Ne? Außer wenn du lang genug auf dem Chimping arbeitest, weil das ist schon echt scharfkantig. Das könnte man vielleicht ein bisschen entschärfen, wenn man hier links und rechts an, ne, an den Zacken hier
hier nochmal mit einer 45mm Phase so ein Viertelmillimeter hier abnimmt. Das wäre vielleicht ganz gut, weil hier vorne ist der Klingenrücken eigentlich ganz gut angerundet. Darum denke ich auch nicht, dass er mit dem Feuerstahl funktioniert. Dafür müsste es wahrscheinlich gehen hier mit den Rillen. Aber wenn man dann einfach hier nach dem Reinfräsen des Chimpings hier nochmal drüber fasst, dann hätten wir wahrscheinlich eine etwas auf die Dauer angenehmere Riffelung. Ne? Aber sonst, Handlage geil, Größe geil, Stahl geil, Schärfe gut, Design gefällt mir auch. Bin jetzt nicht so der Freund vom Fingerchoil, wenn ich hier so die Wahl hätte, hätte ich es gern bis ganz nach hinten. Aber okay, wer weiß, manchmal gibt es vielleicht eine Anwendung, wo es im Foregrip auch ganz praktisch ist. Wenn so die kleineren Mängel bei den normalen Serienmodellen nicht sind, das kann ich jetzt nicht sagen, ne? Wenn so der Griff an den Stahl ganz sauber angepasst ist und hier irgendwelche überstehenden Geschichten weg wären, dann würde ich sagen, geht das mit 120 Euro sogar echt in Ordnung, ne? Weil es ist eine polierte Klinge aus D2-Stahl mit einer ordentlichen Härtung. Da hast du recht lange deinen Spaß dran, kommt dann auch noch schön in einer Ledersteckscheide. Finde ich auch okay, sitzt zwar ein bisschen locker, aber schönes Gesamtpaket und macht, sage ich mal, einen schönen rustikalen Eindruck. Ja, der Ross Arms Stalker. Outdoor, Jagdmesser, für Camping noch geeignet, Outdoor-Küche, ne? Hohlschliff. Ja, universal würde ich sagen. Wer was mag, so klassischer Aufbau mit Ledersteckscheide plus Holzgriff, ist das eine feine Geschichte. Vor allem einigermaßen auch draußen hygienisch durch polierte Klinge. Und ja, verleiht dem Ding mit dem dunklen Nussholz und dem roten Fieber doch so ein bisschen elegantes Aussehen. Ne? Okay, das war das Ross Arms Stalker. Ein ausgesprochen interessanter Name. Würde mich mal interessieren, wie sie da drauf gekommen sind. Ne? Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier gleich weiter. Noch mit dem dritten Video. Da schauen wir noch ein Highlight von mir an, wo mir wirklich gut gefällt von den ganzen Russenmesser, die ich in der letzten Zeit angucken durfte. Konnte ich mir das F5 noch ausleihen von Südkreuz. Das wird auch noch ein richtig geiles Teil. Jo, dann sage ich hier schon mal danke fürs Reinsehen. Wir werden kommentieren. Ross Arms Stalker. Noch mit ein paar kleinen Verarbeitungsmängeln. Aber wie gesagt, das war wohl eins dieser Messemodelle, das über Nacht hergestellt werden musste. Da hat man dann wohl auf das letzte Finish und die Qualitätskontrolle verzichtet. Deshalb nehmt das mal vielleicht nicht als Referenzobjekt für die Qualität von dieser Modellreihe. Ne? Aber gut, muss man dann erst noch andere sehen, ob die dann wirklich auch besser sind. Ne? Ich will es halt mal gesagt haben. Ne? Okay Leute, dann sage ich ja, ciao, wir sehen uns im nächsten Video. Dann kann ich gleich wieder anfangen mit meinem Frühstück Teil 3 weitermachen. Kaffee ist inzwischen kalt, aber egal, ne? Kalte Kaffee macht schön. Danke Leute fürs Reinzippen, wir werden kommentieren. Dir, Russland, danke fürs Ausleihen, der Messer immer, ne? Ich meine, ist ja auch cool, halt, wenn man Messer auskriegt, sie gebraucht zurück, kann er so natürlich nicht mehr verkaufen, aber vielleicht müsst ihr mal anfragen, vielleicht haut er die Messer dann als zweite Wahl dann raus, gebraucht zu einem günstigen Preis. Ne? Und ich sag, wer so ein Ding in die Vitrine hängt, sondern wirklich verwenden will, das kann man dann auch noch gut mit einem Rabatt dann vielleicht kaufen, ne? Und gleich verwenden, ne? Okay, genau, vielleicht sammelst du die alle mal, machst mal einen Sonderposten, gebrauchte Messer. Okay, also, wir sehen uns ja hoffentlich bald wieder mal im Gasthaus Partner, dann kriegst du die ganzen Messerchen zurück, ne? Und vielleicht gibt es gleich wieder neue zum Ausleihen. Okay, ciao Leute, macht's gut, genug gequatscht, ich habe jetzt wieder Hunger, ich will weiter frühstücken, also, wir sehen uns im dritten Video. Bye, macht's gut, euer Hillbilly.